Hey Mora, Tipps und Tricks für Gothic anschauen. Jetzt. Hallo liebe Gothic-Freunde, hier wieder eine neue Anleitung von mir, einen kleinen Trick, den ich wieder herausgefunden habe, oder vielleicht haben schon einige selber herausgefunden, aber nochmal zur Erinnerung. Wir befinden uns in Gothic 2, die Nacht des Raben, und schauen von unten aus der First-Person-Perspektive auf Xadas Turm, der jetzt neuerdings eine Tür hat. Mein Gott, der hat ja wahrscheinlich renoviert, ne? Gut, kommen wir also zurück zur First-Person-Perspektive, die ich hier aktiviert habe. Denn die dritte Person ist klar, die sieht so aus. Ich habe im Forum mal gelesen, mein Gott, wieso ist denn im Kampf, wird denn im Kampf immer die First-Person-Perspektive ausgeschaltet? Also so sind wir wieder in der dritten Person. Wenn ich die Waffe einstecke, sind wir wieder... Sorry, sind wir wieder Ego-Perspektive. Ich musste den mal eben hier natzen. So, zack. Jetzt bin ich wieder in der First Person. Ja, das kann nerven oder wir haben es toleriert. Also nochmal raus die Waffe, dritte Person, rein die Waffe. Blöd. Ich möchte es aber haben, dass ich im First Person richtig hier die Gegner abklatschen kann. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu macht ihr euren Datei-Explorer auf. Und geht auf den Pfad, wo ihr euer Gothic 2 Ordner habt. Und dort geht ihr auf System. Und in diesem Systemordner befindet sich auch die Gothic INI für das Hauptspiel Die Nacht des Raben. Die macht man entweder mit einem Editor auf, mit einem Notepad. Oder so wie ich das mache, mit dem Notepad++. Und dann gehen wir weiter runter. Unter dem Hauptpunkt Engine scrollen wir weiter runter. Moment. Und zwar in Zeile 325 mit dem Punkt Don't switch to third person ist gleich 1. Das habe ich jetzt hingeschrieben. Standard ist es 0. So sieht es im Standard aus. Und unten in der Beschreibung steht es, dass die Auto-Umschaltfunktion der Kamera dadurch abgeschaltet wird, während Dialogen, Interaktionen und Nahkampf. Und unten drunter noch eine kleine Bemerkung, dass es Auswirkungen auf das Gameplay hat, wenn es auf 1 geschaltet ist. Aber alles kann in der ersten Person gemacht werden. Ist zwar ungetestet, aber macht Spaß. Gut, wir schalten es auf 1. Speichern es ab, entweder hier auf dem Diskettensymbol oder hier als Save. So, wieder zurück zum Spiel mit deaktivierter Kameraumschaltung. Also in der dritten Perspektive ist bekannt. Ich schalte in die Ego-Perspektive. Waffe gezogen, das sieht man hier. Waffe eingesteckt und keine Umschaltung. Also zurück zur Ego-Perspektive. Mal gucken, ob wir hier den kleinen Gnom hier haben. Ist ja ein Gobbo, ich weiß. Und Zackinger. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn hier in der Ego-Perspektive... Wo ist er denn? Ach, da ist er ja. Oh. Junge, das ist ja hautnah, das ist hautnaher Kampf. Das ist echt hautnaher Kampf, das ist gut. So, da ist noch ein Gefährt, Wolf. Den wollen wir auch mal hautnah erleben. Ja, wo springt der hin? Ja, der springt, der Wolf. Wow, cool. Das alles in der Ego-Perspektive. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch bei Dialogen funktioniert. Hier steht der gute alte Kavalorn. Gehe also in die Ego-Perspektive rein, spreche ihn an. Ja, leider funktioniert das nicht. Was machst du hier? Warum auch immer. Ich sitze hier fest. Okay, werden wir mal den Dialog hier abbrechen. Es stand ja drin, dass es auch bei Dialogen so ist, dass die Kameraumschalterei hier abgeschaltet werden würde. Was aber nicht der Fall ist. Ich finde, das kann man ruhig... tolerieren, das ist nicht schlimm. Ja, bis hierhin zu diesem Trick Kameraumschaltung deaktivieren bei Nahkämpfen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Tutorial, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es einen neuen Trick gibt. Da muss ich aber mal nachgucken, was dann so zeigenswert ist. Ich bedanke mich für euer Zusehen und tschüss, bis bald.